Ja? Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier bei Contemporary Brass Music. Mein Name ist Manuel Hillicke und der heutige Snack trägt den Titel: Ist der zweite Trompeter eigentlich unwichtig? Oder natürlich die zweite Trompeterin? Ist natürlich eine Fangfrage, ja. Ist ein bisschen Clickbait. Ist natürlich Quatsch. Zweite Trompete ist wahnsinnig wichtig und ich sage euch jetzt auch warum. Ich werde später noch ein Beispiel geben, wo ich das im Detail euch in der Praxis zeigen werde. Aber erstmal kriegt ihr von mir ein paar grundsätzliche Sachen mit auf den Weg, wieso die zweite Trompete so unglaublich wichtig ist und wieso die zweite Trompete immer unterschätzt ist und wieso sie immer im Schatten der ersten steht. Natürlich macht die erste Trompete den Sound. Die erste Trompete hat die Verantwortung. Ich kann mich als zweite Trompete verstecken. Ich kann mich dranhängen. Das kann ich alles machen. Dann wird es aber nicht gut. Richtig gut wird es, wenn ich der zweiten Trompete folge wie ein Schatten. Wenn ich mich im Prinzip, wenn ich zum Spiegel der ersten Trompeten werde, ja. Von Phrasierung, von Artikulation, von Lautstärke, von Sound, ja. Ich muss gucken, dass die Intonation stimmt als zweiter Trompeter. Das heißt, eigentlich bin ich dafür verantwortlich an der zweiten Trompete, dass das richtig fett klingt. Weil die erste Trompete, die kann so toll spielen, wie sie will. Wenn ich keinen richtig guten zweiten Trompeter oder eine zweite Trompete drin habe, dann bringt das nichts. Weil dann fehlt mir der Föhn, dann fehlt mir das Blending, dann fehlt mir der Sound, ja. Also wenn ihr so wollt, ist die zweite Trompete überhaupt erst dafür verantwortlich, dass die erste Trompete glänzen kann. Und abgesehen davon nimmt die zweite Trompete der ersten auch wahnsinnig viel Kraft ab. Schon aus rein physikalischen Gründen. Wenn ich eine gute zweite Trompete habe, die gut stimmt, zum Beispiel im Oktav-Unisono, dann kann die erste Trompete relativ easy in einer dreigestrichenen Oktave dann die Top-Note draufsetzen. Die muss dann auch gar nicht so laut spielen, die kann laut spielen. Da muss die zweite Trompete wieder nachführen, damit der Sound ausgeglichen ist. Aber es muss hier nicht. Es gibt zum Beispiel einen ganz einfachen Trick. Nehmen wir mal, ich spiele einen D3. Ja, zum Beispiel Blues Brothers. Ich kann das richtig fett spielen, aber das ist ein Vamp, der hinten raus ziemlich lange geht. Und das halte ich nicht durch. Das heißt, wenn ich an der ersten jetzt spiele, und die zweite Trompete unten, das ist ein D2, macht richtig Gas. Ja? Also. Wenn die zweite Trompete unten richtig Gas gibt, dann kann die erste Trompete mit Mezzoforte zumindest die Stelle durchhalten. Natürlich kann sie dann am Ende noch was draufsetzen, ne, und Dramaturgie und noch mehr geben und so, und noch fetterer Sound. Aber die zweite Trompete ist dafür verantwortlich, dass das physikalisch überhaupt geht. So, ich habe euch hier einfach mal einen Zettel gemacht, ein PDF. Das heißt, die zweite Trompete macht den Sound. Die macht eigentlich erst den Sound, die Fatness. Die zweite Trompete ist für die Intonation verantwortlich. Wenn der erste ein bisschen zu hoch ist und die zweite geht mit, merkt das kein Schwein. Wenn die erste ein bisschen zu tief ist und die zweite geht mit, merkt das auch niemand. Das nennen wir relative Intonation. Ja, ist nicht absolut, sondern es kommt immer darauf an, wo ich sitze, in welchem Verhältnis ich sitze. Ich muss als zweiter Trompeter immer mit der ersten stimmen, selbst wenn ich dann mit der ersten Klarinette nicht stimme. Ja? Das erkläre ich in meinem Tutorial Intonation. Der zweite Trompeter macht im Prinzip auch die Lautstärke. Also ich entscheide darüber an der zweiten Trompete, das nennt man noch Blending, also das Verhältnis zwischen erster und zweiter Trompete, wie laut die Stelle empfunden wird. Ja? Das heißt, der zweite Trompeter, der zweite Trompeterin macht die Section. Das ist quasi der erste Section-Sound. Wenn noch ein dritter dazukommt, okay, aber mit der zweiten habe ich schon eine Section. Wenn ihr so wollt, die zweite Trompete macht eigentlich erst die Magie. Ja? Und sie lässt die erste klingen. Eben schon erwähnt, zweite folgt der ersten in Phrasierung, Timing, Intonation, Dynamik, Sound. Wird zum Schatten, wird zum Spiegel. Die zweite Trompete nimmt der ersten Kraft und Anstrengung ab. Wenn die zweite gut spielt, kann die erste sich schon rein physikalisch leicht draufsetzen. Es ist dann schlicht leichter, und zwar viel leichter, ein Lied zu spielen. So, jetzt gleich bringe ich euch ein paar Beispiele.
Es gibt da eine Ausnahme, das ist der Kontrapunkt, ne, in der Polyphonie. Also wenn ich an der zweiten Trompete natürlich eine andere Linie spiele, habe ich in dem Augenblick, wenn ihr so wollt, einen solistischen Part und dann sind die beiden Trompeten natürlich gleichberechtigt. Aber sobald es homophon ist, gelten alle Prinzipien, die ich gerade genannt habe. Es gibt noch ein paar psychische Aspekte. Natürlich kann ich mich an der zweiten verstecken. Und natürlich habe ich weniger Verantwortung. Das hat jeder schon mal mitbekommen, der vom Blatt spielen musste. An der ersten musst du das wirklich gefressen haben. Du musst es on point bringen. An der zweiten kann ich mich ein bisschen dranhängen. Es kriegt nicht jeder mit, wenn ich mal nicht ganz da bin, nicht mal einen falschen Ton spiele, wenn ich rhythmisch nicht ganz auf der Höhe bin. Wenn die erste das richtig gut durchzieht, dann kann ich mich da schon dranhängen. Aber man sollte es eben nicht. Es wird erst richtig gut, wenn ich an der zweiten Trompete die gleiche Konzentration in den Tag lege und die gleiche Akribie wie an der ersten. So, jetzt gebe ich euch ein paar Beispiele. So, hi. Jetzt haben wir hier eine Studioansicht. Ich habe mir den Song von Tower of Power Sold Out vorgenommen, habe die erste und zweite Trompete eingespielt und zwar doppelt. Und da zeige ich euch jetzt ein paar Sachen dran. Also erstmal nur die erste Trompete, dass ihr einen Eindruck bekommt, was hier überhaupt los ist. So, das klingt jetzt... Ja, das ist einigermaßen ordentlich gespielt. Ich hätte es auch noch ein bisschen besser drauf spielen können, aber ich habe es jetzt ein bisschen raff gehalten, um auch ein paar Sachen klar zu machen. Manchmal ist es ein bisschen zu hoch, was ich aber eigentlich ganz geil finde. Aber hört nochmal rein, es ist jetzt nicht, also es pustet einen jetzt nicht weg, ja. So. Jetzt packe ich die zweite mal mit dazu. Da merkt ihr schon, das ist ein ganz anderer Schuh. Wir haben auf einmal eine wirkliche Section. Die erste fängt an zu glänzen, die zweite unterfüttert das. Selbst wenn hier und da mal die Einzelspur nicht perfekt gespielt ist, schaut mal, hört mal nur in die zweite rein. Die klingt ein bisschen muffig. Da ist ein Kiekser drin. Das versendet sich aber alles, solange man einigermaßen gut zusammenstimmt, solange man gut blendet. Vor allen Dingen natürlich Intonation, klar. Ne? Rhythmisches Zusammenspiel. Nochmal zusammen. Nochmal einen Klick an. So. Ja, der ist ein bisschen schepp, ist aber egal. So, jetzt mache ich ein Experiment. Ich habe das gleiche nochmal gemacht. Habe die erste gedoppelt, habe die zweite gedoppelt und habe jetzt keine vier Stimmen, aber vier Trompeten unterschiedlich gepannt. So, und jetzt schaut mal, was passiert, wie fett das wird, wenn ich nur mit der zweiten Trompete arbeite in der Doppelung. Ja? Saugeil, total fett. Es sind zwei Stimmen. Ich habe die erste gepennt, ich habe die zweite doppelt eingespielt. Also ihr merkt schon, die zweite Trompete hat eine unglaubliche Macht. Es ist einfach, es föhnt einfach. Ich spiele es euch nochmal vor. So, und jetzt die erste alleine. Ja, ist alles schön und gut, aber die wirkliche Magie passiert dann, wenn die zweite Trompete gut bedient wird, wenn die zweite Trompete auch individuell
das mache ich ganz gerne. Ich mache gerne so ein paar Schlenker, ein paar Intonationsschlenker. Das ist dann auch schon sehr fortgeschritten. Schaut mal rein. Face jetzt ein bisschen. Man merkt da. Es ist nicht clean gespielt, es ist dirty gespielt. Und bei der ersten genauso. Ich packe die erste jetzt nochmal dazu, die zweite erste. So, Verhältnis ist jetzt nicht mehr ausgewogen. Die zweite dominiert jetzt. Jetzt packe ich die andere erste dazu. Und bam. Zack, geht die Sonne auf. Ne? Hier dieser kleine Band. Minimal. Aber wenn ich das komplett in allen Stimmen mache, wenn ich mit der ersten da mitgehe, dann wird es halt magisch. Und es ist jetzt noch nicht mal perfekt gespielt, aber ihr merkt ja, dass auch die rhythmischen Ungereimtheiten sich hier tatsächlich versenden, weil mit der gleichen Attitude gespielt ist. Ja? Also das war jetzt mal ein Beispiel aus dem Pop-Bereich. Ich habe euch eben mit dem Dvořák ein Beispiel aus dem klassischen Bereich gezeigt. Ihr kriegt ja mal so einen Einblick, was alles möglich ist. Wenn ihr noch mehr lernen wollt, wenn ihr richtig tief eintauchen wollt, dann besucht mich in meinem Club. Da gibt es die große Mitgliedschaft mit Q&A und Unterricht und allem Schnick und Schnack. Da betreue ich euch persönlich. Oder, um es mal zu testen, um mich kennenzulernen, kommt auf meinen Patreon-Kanal. Da könnt ihr mich mit einem kleinen Obolus unterstützen, sodass dieser YouTube-Kanal hier auch gedeihen kann. Ich danke euch recht herzlich. Macht's gut, euer Manuel Hilleke. Ciao, ciao.